Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, dann lasst uns mal schauen. Schnellreise. Ich weiß, ich wollte doch zuerst in die Ruinen. Na, die Karte braucht wieder zum Laden. Hab extra geschaut, ob sie da ist. Also hier in die Reliktruine. Aber ich würde gern ein paar Rebellen davor noch auf die Fresse hauen. Die sehen hier relativ gut aus. Dann lasst uns einfach mal einen Wegpunkt dahin setzen und eine Schnellreise. Auf jeden Fall bestätige ich das. Und dann wollen wir doch sehen, aus welchem blutigen Holz die Rebellen gemacht sind. Das wird Spaß machen. Ich zock das Spiel gerade immer in Zügen, also meistens alle 5 Folgen auf einmal und dann vergeht eine Woche, weil ich ja noch anderen Kram aufnehmen muss. Und dann muss ich erstmal wieder leicht reinkommen und deswegen so ein schönes Gemetzel am Anfang finde ich relativ praktisch dafür. So, da hinten muss ich hin. Waffen ausgewählt, richtige Waffe sogar ausgewählt. Oh, was ist denn da hinten für ein Licht? Das ist doch bestimmt die große Stadt, ist das Rheinklang? Ja, anscheinend schon. Sieht ja interessant aus bei Nacht. Naja, ist ein Problem für später. Keine Hellpflanzen. Dabei mag ich die doch so gern. Die schmecken so damit schön kann blau. Ich meinen Beutel auffüllen. Oh, nicht nur das. Und da ist es ja schon. Und da ist auch eine Höhle, durch die Der wir Fluss durch können. Fließt offenbar durchs Lager. Vielleicht komme ich so hinein. Ja, ich hätte jetzt aber auch den Vordereingang genommen. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Boah, was leuchtet denn so blau? Ein wildes Rindvieh denn da? Rebellenstürmer mit einem Rebell gleich obendrauf. Ich wurde entdeckt. Von wem denn? Ich merke nichts. Und geh hoch. Geh hoch. Ah, jetzt geht er gleich hoch. Ja? Oh, das war überraschend enttäuschend. Ah, okay. Hat sich erledigt, ist doch noch hochgegangen. Du kriegst gleich Ärger. Oh, hast Ärger bekommen. Hier mit deinen Hörnern. Ein Teil ist ab. Ja, die anderen mache ich auch noch ab. Sag ich doch. So, schön durchsuchen und dann weiter durch den Haupteingang. Kann man hier auch noch aufklauben. Das heißt, wir kommen jetzt hier tatsächlich nicht rein. Ich dachte, die machen das Tor auf. Das Tor ist zu. Ich brauche einen anderen Weg rein. Sie ist hier. Natürlich bin ich hier. Wo seid ihr? Das hört sich aber nach einem ganz schönen Kampf innen drin an. Dann durch den Fluss. Ich sehe euch auch nicht. Und ich habe den falschen Fluss erwischt, glaube ich. Hier war doch noch einer. Aha, Rebellenlager der zwei Flüsse. Oh, dann schwimm mal. Ein Glück müssen wir nicht tauchen. Da habe ich immer ein bisschen Pech. Ja, natürlich sind sie misstrauisch. Wir haben zwei ihrer besten Leute abgemurkst. Um herauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Wieso muss ich es rausfinden? Kann ich nicht alle töten? Dachte, deswegen sind wir hier. Oh, vorsichtig, Aloy. Mach keinen Scheiß. Ist sie das? Nein. Seht dem Gras nach. In welchem Gras? Ich weiß von nix. Zugbrücke zumachen. Was für eine Zugbrücke? Nein, die brauche ich doch. Dann kommt mal hier. Ich habe eine schöne Waffe. Wo seid ihr? Da oben. Nein! Ja? Ich leich mir aus. Alarm! 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 Wo seid ihr denn? Munition geht schnell zur Neige. Meine nicht. Bleibt ihr mal markiert. Au. Irgendwie bin ich heute blind. Habe ich dich erwischt? Nee, da bist du. Ah, ja, ihr könnt mich mal. Da hinten ist doch jemand. Wer hat hier das Sagen? Wo ist der Oberbusch? Ja, ihr seid so gut getarnt. Das irritiert mich. So kenne ich meine Feinde nicht. Vielleicht ist mein Bildmodus gerade auch noch falsch. Boah, yes. Na gut, dann brauchen wir jetzt wohl doch Munition. So sehe ich wenigstens mal Gegner, wenn sie näher sind.
Ja, die sind echt ganz gut getarnt gerade. Doch. So, und das nehme ich. Ja, ja, feuert mal nicht so nah an mich ran. Das könnte mich verletzen. So, wie lege ich denn mehrere Pfeile wieder ein? Mittlere Maustaste, gut. Nicht wegrennen. Ich habe gerade an... Da. So, mal Health-Item. Der oben ist doch noch ein Schlingel. Immer noch. Versteckt sich auch. Und von hier wurde ich auch beschossen. Ah, da unten. Wie hat hier das Sagen? Vernichte dich selber. Bist du der Boss? Nee, du bist nur eine Zugbrücke. Wo seid ihr denn? Ich schieß doch immer weiter. Oh, ich sollte auch weiter treffen. Okay. Ich schlag dich gleich. Bist du der Boss? Nö. Du warst zu einfach. Du siehst doch ganz gut aus da hinten. Du magst Feuer bestimmt. Hallo, Feuer? Deswegen sollte man keinen Tankrucksack auf dem Rücken tragen. Man kann ja auch explodieren. Ja, ja. So erkenne ich euch wenigstens, wenn ihr brennt und ein schönes Icon drüber habt. So, drei Pfeile und gib ihm. Ne. Feuerpfeile sind überraschend schwach. Sollte mal einen besseren Bogen kriegen. Da unten ist Loot. Will die nur zuerst ausschalten. Nehmt mal eure scheiß Helme ab. Könnt euch ja glatt... Glatt... Nein! Okay, die haut ab, dann hau ich auch ab. Her mit den Pflanzen und genau, her mit den... So akut ist es nicht, aber generell ja. Ah, du bist zurückgekommen. Ja. Und hier mit dem Loot. Schönes Loot. Loot, Loot, Loot. So, so genau müssen wir das hier nicht machen. Da unten. Keine Daten verfügbar. Wonach wollt ihr suchen? Ich bin hier unten. Hast du jetzt Daten oder nicht? Nö, anscheinend. Anscheinend ja nicht. Dann schauen wir, ob wir irgendwie oben den Anführer treffen. Ist aber, glaubt, ein relativ leichtes Lager. Zumindest bis jetzt hat sich da noch nichts aufgetan. Okay. Da finde ich jetzt nicht cool, dass sie tatsächlich die Zugbrücke da zugemacht hat. Ich bin hier. Manchmal wünschte ich mir Sprachchat mit den Bots. Guck mal, hier. Nein, soll doch in die Rübe gehen. Genauso. Was wolltest du sagen? Konntest du irgendwie nicht zu Ende sprechen. So. Dann nehme ich doch gern alles mit. Und Zugbrücke runter. Da ist er doch. Wieso haben immer nur die Bosse die gute Ausrüstung? Ich glaube, dieses Gebäude ist eine Kommandozentrale. Ja, würdest du erstmal kämpfen? Au! Mut! Kein Mut. Was ist denn mit mir los? Ausweichen! Drück ich doch. So. Jetzt aber Mut. Ja. Zeit für Facepaint muss ja auch sein. Und nochmal. Na gut. Dann auf die Rübe. Und die Pfeile leuchten ja auch so schön. Nein! Was? Nein? Ich würde sagen, doch. Was diese Typen vorhaben. Dem haben wir dauerhaft von Kopfschmerzen befreit. Und nur 26 Metallscherben. Das lohnt sich ja nicht. Und was haben sie hier? Das sieht ja cool aus. Das ist so ein Flugvieh. Da ist auch was drin. Gehen wir mal oben rein am besten. Hi, ich loot hier mal alles. So, schade, dass ich die größere Kiste dann nicht looten kann. Die sah irgendwie wertvoller aus. So, ich soll mich hier umschauen, was die denn so haben. Ah, da hinten leuchtet ja was pink. Ich schätze, das ist für mich relevant. Brauche ich die. Ja, eher früher als später. Und mach den schönen Speer nicht kaputt.
Rüstungsteil, robuste Panzerplatte und Karja Feuerwappen. Ja, was ist da drin? Getreuerte Nackt, hört mich an! Nein. Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Zum Maschinenspielstreit? Der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Ja, das dachte ich auch nicht. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Ja, so weit so verständlich. Das sind bestimmt die Aliens. Nein, hoch mit dir, Aloy. Ja, aus falsche Felsenpferd gesetzt. Hier geht's hoch. Und da ist ein Lagerfeuer, da können wir auch schnell reisen. Aber erstmal die schönen Heilpflanzen. Und Bohnen. Dann wird Aloy wieder die ganze Zeit furzen. Gleich bin es ja auch nur ich. Ich hoffe, das kommt durchs Mikro nicht durch. Ein Gefangener. Wohn? Glaube ich. Ah! Ja, hi. Und aufhebeln. Ein Glück. Hey. Sehe ich dich. Du hättest auch rufen können. Und mir nach. Wieso? Ich mache eine Schnellreise. Der soll selber rausgehen. Noch eine heilende Beere kann ich mir reinstecken. Sehr gut. Ich hoffe, der gilt jetzt als befreit. Hier, mach eine Schnellreise, so wie ich. Nicht verfügbar. Muss ich den ernsthaft rausbringen? Warum? Da kann ich was aufschießen. Hui. Und? Hui. Komme ich nur wieder dahin. Ausgang war doch woanders. Was will der Typi von mir? Soll ich ihn jetzt retten oder nicht? Ich weiß doch auch nicht besser Bescheid. Na, ein Glück sind wir hier noch lang. Lila Truhe. Eine Rolex. Sehr schön. Und den Loot habe ich mir vorhin redlich verdient. Wo habt ihr denn das Tor, den Türöffner? Muss doch jetzt nicht ernsthaft für den verantwortlich sein. Das Tor ist unter mir. Wenn da ein Tor ist. Hallo? Mach mal auf, Aloy. Tor. Da stand was mit Tor. Da ist es. Tor heben. Schön aus dem Nacken. So, dass er richtig knackt. So, ich hätte trotzdem da ganz gerne Schnellreise gemacht. Naja, bisschen... Rebellenlage, östliche Lage ist noch nicht. Zerstöre den Lohevorrat. Ein Glück. Nochmal auf die Map geschaut. Ist noch nicht abgeschlossen hier. Kein Wunder, können wir nicht schnell reisen. Ich hab doch drauf geschossen. Dachte dann, nachdem nichts passiert ist. Also das ist ein anderer Vorrat. Oh ja, das ist ganz viel Lohe. Weg mit dir. Ich glaub, das waren alle. Ein Glück ist der Gefangene raus. Falls die Rebellen einen Angriff auf Fahrlicht planen, muss ich ihn verhindern. Ja, das klingt nach einem guten Plan für uns. Ist der Typ da hinten hingegangen? Keine Ahnung. Da steht er noch. Na gut, kann ich jetzt schnell reisen? Nicht verfügbar. Hab ich's immer noch nicht abgeschlossen? Ach so, das zählt immer noch dazu. Deswegen war es da so pink. Wo kann ich denn... Ich kann einfach hier rüber. Wieso ist das jetzt wieder oben? Hallo? Hab's doch runtergemacht. Mit Stil. Ja. Mir wäre es lieber, wir würden die Brücke benutzen können, die jetzt plötzlich weg ist. So, auf zum Kommandoposten. Hier waren wir doch auch schon. Ja, leere Behälter, deswegen sind die nicht explodiert. Und leere Behälter, sehr schön. Sind da noch Schriftrollen drin? Untersuch mal schneller, eine Aloy. Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Aha. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. So.
Und hier sind leere Behälter. Das sehe ich doch sofort. Kannst du mal schneller zum Schluss kommen? Ah. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Sie ja. Werden Fahrlicht sprengen. Das klingt nicht gut. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Gut, dass ich die Lore gesprengt habe. Fahrlicht dürfte sicher sein. Fürs Erste. Haben die das nicht im ersten Teil auch so gemacht? Also die Eklipse, dass die sich einfach reingesprengt haben in die Stadt des Sonnenkönigs? Naja. Wenn System funktioniert, warum ändern... hier haben wir ja noch unbekannte Sachen. Hier haben wir auch eine Ruine. Da haben wir Zeug, da haben wir Zeug. Aber ich würde tatsächlich sagen, lasst uns doch mal noch ein Rebellenlager vernichten. Hier oben hat die Glob eins gesehen. Da ist eins. Und dann gehen wir mal Richtung Hauptquest. Irgendwo hier. Zumindest zum nächsten Langhals. Zum Scannen. Ah, Mist, das Lagerfeuer ist unbekannt. Dann reisen wir mal dahin. Reisen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollen wir dahin. So. Und fortfahren. Ach, sieht das mal wieder cool aus hier. Und Wegpunkt ist da hinten. Den erreicht man doch ohne weiteres. Oh, Pfeile. Oh, Feuer könnte man nachcraften. Dann hoffe ich, dass nicht so viel im Wasser ist, obwohl ich nehme den Landweg. Fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer. So, wir haben noch Gesundheitstränke, Springfallen, Säurefallen. Ist hier alles da, was man an Falle braucht. So, und da ist das zuvor unbekannte Lagerfeuer. Und da ist das gleich nicht mehr existente Rebellenlager. Weil ich den so aufs Maul schießen werde. Oh, noch mehr Rebellen. Ich hörte, hier wären welche. Wenn ich den Anführer erledige, geht der Rest vielleicht weg. Wer weiß das schon? Stiller Schlag, heimlicher Schlag. Aloy, mach mal was. Ah, egal dann. So, viel Spaß damit. Hui. So, dann. Lasst sie nicht entkommen! Wieso sagst du mir keine Bewegung? Du bist doch hier der Aufständische. Du wirst vernichtet, nicht ich. Ich bin für die Menschen. Oh je, das tat bestimmt weh. Ja, begeistert wirkt er nicht. Hat er Deutschland-Gesichtspaint? Oder Belgien? Was macht ihr denn da schon wieder mit mir? Ist Regala hier? Geh mal drauf, bitte. Du willst mich aufscheuchen? Ach, du bist der Boss? Ja, das tut weh, hm? Das tut weh. Wäre cool, wenn ich irgendwie auf seine Waffe schießen könnte. Nein, zu wenig Ausdauer. Und zu wenig Pfeile. Au. Du mit deinem Maschinengewehr hier. Die könnte mir mehr Feuerkraft geben. Was für eine Balliste? Doch, werdet ihr. Das ist literally mein Auftrag hier. Ja, ja. Habe ich nicht hier irgendwo... Ich glaube, der muss nachladen. Jetzt muss er nachdenken. Oh, da habe ich nicht auf mich aufgepasst. Gesundheit. Und in Schädel rein. Immer noch zu wenig Ausdauer. Achso. Mut. Mut zur Lücke. Da oben war doch auch einer. So schön in die Schädeldecke. Mit Gebrüll oder ohne Gebrüll. Ja, das ist gar nicht so spaßig. Pfeile tun weh. Und Kugeln sind besonders effektiv, wenn man Gegner trifft. Komm schon, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Da kommen ausdauernd Andauer zurück, andauernd Ausdauer zurück. Ja, ist doch gut. Ah, da oben ist hier noch eine. Hi.
Beinahe bei. Jetzt aber bei. Schön in Tide. So mag ich das. So sind... ich habe hier eine Balliste. Kann ich den damit... Ist das... ja. Entweder versteckt oder geflohen. Beides. Aloy. Okay, das kriegt sie gerade nicht hin. Kümmern wir uns erstmal um den Bosch. Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Au. Ja, es hört gleich auf. Mal sehen, ob ich hier auch Marken finde. Dogtags? Ja, die findet man bestimmt. So. Den loot mal. Ich wollte ihn doch looten. Wir müssen aber erst das Rindvieh da hinten ausschalten. Nein, fall doch nicht außer Sicht. Kollege. Diese Rebellen belästigen niemanden mehr. Na, also lag also doch nur noch am Tier, das noch gelebt hat. So, Loot für mich und lila Loot für mich. Hast du was Gutes? Dogtags. Geheimnisvolle Marken. Mhm. Ich nehme sie erstmal an mich. So, dann haben wir da hinten noch ein bisschen was. Da haben wir was Blaues. Muss ich natürlich einsammeln. Hab so kleptomanische Züge. Vor allem von Leuten oder bei Leuten, die mich umbringen wollen. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ist verrückt, ich weiß. So. Das nehme ich mit. Und da hinten, ach, da liegt eh nur Mist. Dann eine Schnellreise, eventuell. Auf jeden Fall mal eine Schnellspeicherung. Bevor ich tatsächlich mal aufs Maul krieg. Unbekanntes voraus und dann peilen wir mal wirklich den nächsten Langhals an. So langsam möchte ich mal mit der Story fortfahren. Obwohl mir das gerade relativ viel Spaß macht, das alles hier. Trotzdem mal ein bisschen weiter gehen. Vielleicht gibt es dann viel bessere Waffen. So, was haben wir hier oben? Kannst du da hochklettern? Halbwegs. Ach, das ist so ein Signalturm. Und was bringt der uns? Oh, Eule. Eule down. Eule down. Hat das Eulenfleisch? Oh, Grünglanz. Für diesen Grünglanz kriege ich bestimmt etwas Gutes. Naja, die Erfahrung hat gesagt, nein. Ja, hör mal auf, rum zu. Ein Bild der alten Welt. Oh, nee. Es sieht ein bisschen nach Reinklang aus. Und da ist eine Art Metallgebilde. Ja. Ich bin aber nicht gut hier in dem Metallgebilde. So, da passt für mich. Ich finde, das passt. Wo willst du denn damit hin? Da müssen wir vielleicht nach links. Da ist erstmal meine Eule. Na also, Eulenfleisch. Ja, nein. Ich weiß auch nicht. Reinklang sah doch früher nicht so aus, oder? Was wollen die jetzt von mir? Oh, Windkraftanlagen. Das sieht doch nach den zwei Eumeln aus, die man noch zusätzlich auf dem Bild haben. Bringen wir die vielleicht rauf? Hier ist eh ein Lagerfeuer, schadet nicht hier zu sein. So, dann schau noch mal nach, Aloy. Ja, der alte Wachturm sieht vielversprechend aus. Ich kann versuchen, das Bild von dort aus zu richten. Okay, da oben ist schon mal ein Scannervogel. Unsympathisch. Und was bezeichnest du als alten Wachturm? Das hier? Oder das da oben? So. Bild von hier, oder? Ach. Ihr wollt mich doch nicht ernsthaft angreifen. Daten zur Überbrückung der Maschine könnten in einer anderen Brutstätte sein. Könnten. Aber... Oh, scheiße. Ihr Scan-Viecher. So, wo bist du verletzlich? Am Arsch! Jo, nachcraften. Du wirst kurz mal... Ich sagte, du wirst kurz mal warten müssen. Au! So soll das sein. So soll das nicht sein. So soll das nicht sein. Aloy,
krieg das jetzt mal auf die Kette. So, einer ist down. Der andere ist relativ nervig. Oh, der hat Säure auf dem Rücken. Ich weiß, was ich zu tun habe. Treffen. Treffen wäre gut. Au. Also die Attacke ist echt mies. Habe ich getroffen? Klingt ein bisschen so. Nee. Jetzt habe ich getroffen. Du lebst ja immer noch, du Viech. Komm schon, drei Pfeile rein. Mitten ins Auge. Irgendwas muss ja hier wehtun. Du hast noch so einen grünen Bommel. Ist der nicht mit explodiert? Anscheinend ja nicht. Boah, was machst du wieder für Attacken? Ich will doch nur treffen. Gib mal deinen Arsch her. Habe ich getroffen? Gut. Ich kann zumindest überspannen hier. Ist ja auch schön. Nein, triff doch, Aloy. Zeig mir deinen Arsch, Aloy. Gegner meine ich. Wenn der nicht stillhält, kann ich auch nicht treffen. Weiß nicht, was Aloy da erwartet. So, Waffenausdauer ist gut. Drei Pfeile. Immer noch nicht. Her mit deinem Auge. Her mit deinem Auge. Ja, gut, endlich. Die hat aber ein bisschen auf sich warten lassen. So. Zumindest gab es schönen Loot. Naja, Scan-Einheit. Wunderbar. So? Nein, immer noch nicht. Scheiße. Achso, muss da oben hoch dann wahrscheinlich. Der hat aber coole Flügel. Sind das die Amerika-Sternchen da drauf? Wieso hat der Sternchen da drauf? Naja, sieht cool aus. Vielleicht haben die irgendwie noch so ein Branding gemacht, trotz Ende der Welt. Was war das? Himmelsgleiter Klingenschweif. Stimmt. In den Schweif habe ich ihm geschossen. Wiederholt. Und ich bereue nichts. Oh, rote Pflanze. Das wird ein Färber. Ja, genau. Das habe ich ja gesagt. Ich glaube, ich bin zu weit oben, um das Bild auszurichten. Glaubst du? Wie kommst du denn da drauf? Ich bin ganz nah dran. Ja, ich komme auch gleich. Hier vielleicht dann. Asch. Es ist doch hier. Ich verstehe das nicht. Bin zu blöd dafür. Und sie auch. Also das war jetzt meine Schuld, ich weiß, aber trotzdem, ein bisschen mitdenken kann man ja. Hätte sie wissen sollen, dass ich da nicht runterspringen will. Aloy, so viel ist mir dieses Bilderrätsel nicht wert, wie du glaubst. Ich probiere das noch einmal jetzt und dann habe ich die Schnauze voll. Muss doch da hinten irgendwo sein, aber ich habe echt keine Lust mehr darauf. Das finde ich ein bisschen nervig, das Rätsel. Vor allem, weil ich ein bisschen zu dämlich dafür bin. Oder hat das der was? Der Winkel sieht falsch aus. Vielleicht ja. Zu weit oben. Was sieht das dann? Boah. Dann eben auf den anderen Berg dann noch. Schön geleiten. Das nächste Bilderrätsel werde ich aber nicht machen, so wie das hier läuft. Ich will doch nur das Teil scannen. Aloy. Kann ich das nicht abbrechen? Das ist doch genauso falsch. Da wird mir aber noch was angezeigt. Also ich hätte tatsächlich jetzt von hier aus nachvollziehen können. Wieso passt das denn nicht? So? Kann auch nicht sein. Wo ist die zweite Turbine? Da
Da ist sie. Das passt ja alles nicht. Oder da hinten mit dir dann. Boah, ey. Eloy, ich habe keine Lust mehr darauf. Kriegst du jetzt einfach hin oder lass es bleiben? Irgendwie einen schlauen Kommentar noch. Ich habe keine Lust. So, Langhals. Wird auch Zeit. Langhals, 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 Dame sprechen. Und dann Mopsgeschwindigkeit. Oh, ist ja nur ein Kilometer. Das kriegt man hin. Oben ist noch ein Lagerfeuer. Komm, schön hochspringen. Schön hochspringen. Meinetwegen auch klettern. So. Einmal schnell gespeichert. Unseren Misserfolg muss man natürlich auch mal festhalten. Starker. Ich habe das Aussichtspunktbild verloren. Ich muss im richtigen Bereich bleiben und es nochmal versuchen. Oh nein, das müssen wir nicht. Könnt gern in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gelöst habt, aber ich bin bei solchen Rätseln etwas ungeduldig. Habt man vielleicht gemerkt. So, den Langhals will ich aber besteigen. Oh, Schnee. Hat man schon mal irgendwo und irgendwas macht hier wieder laute, unfreundliche Geräusche. Und das ist nicht nur das Dickhornschaf. Denke ich zumindest nicht. Vielleicht ist es irgendein Vogel oder... Komm, komm hier hoch. Na, noch ein Dickhornschaf. Ich heil mich mal derweil wieder. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir haben es ja geschafft. Wir haben es geschafft. Beziehungsweise du. Wo ist denn mein Langhalschen? Ja, das will ich nicht. Weg damit. Weg damit. Langhals? Oder nehmen wir den zuerst? Ich glaube, wir können auch den nehmen. Der ist zumindest mehr geradeaus. Quest deaktivieren auf jeden Fall. Jetzt stört mich die nicht mehr. So, der Langhals ist ja auch in der Nähe. Wir gehen einfach mal hier rüber. Das wird ein normaler Rotfuchs sein. Es war zumindest bis vor kurzem einer. Der hat wieder episches Zeug. Er hat einen Rotfuchs im Inventar gehabt. Fuchsknochen natürlich. Brauchen wir mal wieder Reinholz? Kann nicht schaden. Normalerweise waren wir immer bei 200, jetzt hat man 20 weniger. Ist das nicht furchtbar? Sieht aber cool aus hier. Und da ist noch unbekanntes Sonnenflügel-Areal. Was macht denn Sonnenflügel? Ach, die Landschaft ist mal wieder herrlich. Ach, im Schnee kann man schlecht sehen. Ja, aber man kann auch schlecht gesehen werden. Na gut, da komme ich nicht hoch. Irgendwo hier? Nö. Na gut, runter wie jetzt geht's. Hui. Oh, da wäre Kraut. Naja, egal. Muss ja nicht jedes Kraut anfassen. Und mehr gleiten. Ich wünschte, ich hätte nicht nur ein Reittier, sondern auch so ein Flugtier. Muss mal... Nee, ich weiß nicht, ob ich googeln sollte, um mich spoilern lassen. Das wäre schon nice, vor allem bei der Größe der Welt. In Avatar haben sie es ja jetzt auch geschafft mit ihrem, hab schon wieder vergessen, wie es hieß. Obwohl ich eine ganze Let's Play-Serie gemacht habe und den Avatar-Teil von Ubisoft durchgespielt habe. Wie heißen die? Ikran. Ich glaube, das waren Ikraniche. Irgendwie so. Okay, da hinten raucht's ein bisschen. Kann doch kein großes Lagerfeuer sein, oder? Ein Unterschlupf. Hier können wir speichern. Und kämpfen vielleicht. Zum Ausruhen. Ja, ist das nicht schön. Die Ruhe haben wir uns aber auch verdient. Kommst du da rein? Nee, gleiten wollte ich nicht. Ja. Zeit vergehen lassen, auf jeden Fall. Ich würde gern bis zum Morgengrauen wieder warten. Schön im Regen sitzt man da. 11 Stunden bis zum Morgen. Ach, ist das schön. Unser ganzer Hintern wird direkt feucht und aufgeweicht. Es gibt bestimmt Konsequenzen, dass wir hier so lang im feuchten Nass saßen. So, speichern.
Ich speichere heute oft. Irgendwie habe ich mir das wieder angewöhnt. Oh, was bist du denn? Säure macht hier kaum Schaden. Ja, aber Elektro macht da Schaden. So, das kann ich hier erstellen. Sprengfalle, 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 Sprengfalle. Das ist eine Löschwasserfalle. Das ist jetzt dämlich gewesen. Hi. Hab ich schon... Ich dachte, ich hätte da 3 Stück gehabt. So, die craft man natürlich auch nach. Und dann, bevor uns sieht, in die Brust. Ich habe auf die Brust gezielt. Ist ja gut, du Langbein. Komm mal hier lang, du Bein. Na also. Bist du down? Nein. Ich muss einen kritischen Schlag vollführen. Schnell, Aloy. Ah, scheiße. Hat doch noch geklappt. Komm schon. Boah, ein Glück habe ich gespeichert. Die Teile sind ein bisschen heftiger. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Habe ich Mut? Ich habe Mut. Mut. Aloy, super machst du das. Mut. Dankeschön. So viel Zeit muss sein. Wo seid ihr denn alle? Ich brauche doch mal wieder bessere Waffen. Oder muss Zusatzunterricht nehmen, wie man besser trifft. Au. War gerade am Aufladen, du Viech. Au. Viel besser. Was ist viel besser? Dass wir aufs Maul bekommen haben. Oh. Chillt mal. Das macht aber echt keinen Schaden bei denen. So, Schockfallen. Hilft ja nicht. Kommt hier. Aha. Ah, das hat bei dir noch nicht gereicht. Schockpfeile habe ich immer noch nicht. Da, ein Explosionsdinger. Ins Auge. Ich habe ein Teil abgetrennt. Ich hoffe, ich habe das ganze Teil abgetrennt. Triff doch mal. Kann ich die hier auch schön stapeln? Hey, der ist schon draufgegangen. Oh, das hat auch dann wunderbar funktioniert. Ich mag's, wenn ich Maschinen ausschalte, ohne zu wissen, was jetzt so effektiv war. So, da ist eine Chili-Pflanze. Paprika. Rotdornpfeffer, na gut. Man kann sich ja mehrfach irren. Sah aus wie Chilis. Oder wie elongierte Paprikaschoten. So, das hier ist wieder notwendig. Naja, was haben wir hier? Steine, nee. Die sind in der Tat nicht notwendig. Die nehme ich mit. Boah. Ich verschieße heute so viel Pfeile. Kein Wunder, brauche ich so viel Reinholz. Was haben wir da? Kann ich die inzwischen überbrücken? Reitbar und entsperrt. Das klingt doch nach mir. Na, dann wollen wir mal einen davon für uns einheimsen. Sturm kommt auf. Jetzt brauche ich tatsächlich mal einen Stein. Ja. Stein. Stein. Ach, scheiße. Dann nehmen wir halt da hinten das Grasfeld. In der Hoffnung, dass sie mich nicht sehen. Da sind wir zumindest an einen dran. Ja, der Sturm schützt ja, bekanntlichermaßen. War mir zwar nicht ich bekannt, kann aber... Überbrücken und reiten. Beinahe hätte ich einen kritischen Schlag ausgeführt. Hi. Und du kämpfst jetzt auch für mich? Nee, du kämpfst nicht für mich. Na, egal. Vielleicht nur, wenn ich Feinde habe. Stark gegen Feuer. Du hast schon nichts dagegen, wenn ich deine Freunde platt mache, oder? Boah, warum so langsam, Aloy?
Lag da was Legendäres? Oder sah das nur so aus? Das sieht Gold aus. Brauche ich für eine Quest? Ein Stoßzahn. Das ist was Legendäres. Au, 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 au. Hilf, 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 hilf. Und... Na, hätten wir beide gleichzeitig aus dem Maul bekommen. So, dankeschön. Liegen hier noch ein bisschen... Ja, Hauerchen. Wieso seid ihr denn so wertvoll? Das weiß ich in der Tat nicht. Und ich glaube, wir haben hier eine Echse. Da war doch gerade eine Echse. Da ist sie. Und ein Salamander. Wir werden uns das näher anschauen. Es ist eine Krötenechse. Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Eventuell, wenn wir das wollen. Wollen wir das? Eine andere Frage. So. Dann hier mit dir, mein Dornrücken. Schau mal, wie gut du... Muss ich dich reparieren? Nö, eigentlich. Bist du doch in Premium-Kondition hier. Ah, die Reiter reiten ja nur hin und her. Bisschen dämlich, was sie da machen. Ist sie jetzt markiert oder nicht? Eine Tenakt-Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Wieso? Mach mal die platt. Hi. Seid ihr Rebellen? Sieht nicht so aus. Ich kann Kakteen ernten. Keinen Schritt weiter. Die Tenakt dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich bin nicht fremd. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Ja, so sieht's aus. Es ist nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich beobachte euch auch. So, wo ist das nächste Strip-Lokal? Muss mich ja... Pfeilhand. Das klingt gut. Da kriege ich bestimmt einen neuen Bogen. So, wo ist es? Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Der richtige Kampf ist der Streit mit dir. Nicht sehr hilfreich. Naja, richtiger Kampf, Streit mit dir. Habt ihr kein Lagerfeuer? Ihr kämpft hier. Doch, da ist ein Lagerfeuer. In 40 Metern. Au. Ein Trankhändler oder Unterhändler. Aloy, wenn du das nochmal machst, dann weiß ich nicht. In Steuerung kann ich nichts umstellen. So, hier haben wir einen Koch. Und da ist das Lagerfeuer. Und hier ist der Loot, den ich mir krallen werde. Was habt ihr da? Ein schöner Datenpunkt, nur für mich. Und eine Kiste. Wird niemand vermissen, was da drin war. Na gut, dann ist das Lagerfeuer direkt hinter mir. Was für ein Sturm, was laberst du? Na gut, ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.